geht weiter. Wir gucken mal, eine halbe Stunde haben wir ungefähr noch. Vielleicht ein bisschen länger. Oh, das fängt ja gar nicht mal so gut an. Oh, Dreck. Das fängt echt nicht gut an. Ach. Oh Mann. So, machen wir die Saat mal ein bisschen. Okay, wir müssen das Vieh besiegen, damit wir... Mann, 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 Mann. So, und jetzt können wir das Vieh auch angreifen. Müssen wir erstmal diese Panzerung kaputt machen und dann ist es eigentlich auch kein Problem mehr. Wow, du hast eine ganz schöne Reichweite. Fuck, 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 fuck. Na, wir hätten vielleicht dort hochgehen sollen. Was erwartet uns hier jetzt? So ein Explosionsding. Kommen wir da irgendwie hoch? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Abwarten und Tee trinken. So, schon ändert sich auch wieder die Musik. Und wir können hier hin und machen hier einen Speicherpunkt. Oh, ich höre Wasser. Wasser ist immer gut. Oh, da werden wir auch schon beschossen. Ein Kappenstein! Jetzt müssen wir noch wissen, wo das Kappenstein-Fragment Dingsbums ist, damit wir Kappensteine aktivieren können. Wow. Oh, die können da durchschießen! Oh, das ist aber gemein. Das ist richtig, richtig fies und gemein. Okay, gut, dass wir dort oben abgespeichert haben. Yay! Und Speicherpunkt setzen. Ist, die können da scheinbar nicht durchschießen. Ausgetrickst. Lusche. Und noch mehr Erfahrungspunkte. Yeah, nee, Fähigkeitspunkte sind es ja. Thank you.
das sind noch Zwischenplattformen. Kommen wir denn noch irgendwie hin? Das würde mich jetzt interessieren. Aber da können wir ja vielleicht später noch rein. Da, wieder so ein Stachelvieh, weg damit. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Da müssen wir ja auch noch durch. Das wird, glaube ich, nicht ganz so einfach. Das. Kommen wir da irgendwie hin? Nein, noch nicht. Da oben ist auf jeden Fall was Interessantes, aber da kommen wir, glaube ich, noch nicht hin. Das wird noch ein bisschen dauern. Da haben wir einen Hebel. Hebel sind immer gut. Hebel machen Tore auf. Und dann speichern wir hier einfach mal. So, mal gucken, was wir hier unten. Oh, da, wir latschen aber voll rein. Hier geht es auf jeden Fall nach unten. Die Frage ist nur, wohin geht's dort? Wartet uns dort die Hölle? Wahrscheinlich. Oh! Ach, der Fallschirm ist echt praktisch. Da muss irgendwas Grünes durch. Oh, nein, das war nicht gut. Puh. Ah, Dreck. So, Energie und wieder dort runter und das da und... Aha, alles klar, so kommt man also da drüben. Und zwei Kartenfragmente. Gut, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass wir jetzt schon die ganzen Kartenfragmente haben, aber wir probieren einfach mal unser Bestes. Jetzt verwirren wir dich aber. Was ist das? Ach so, alles. Ja. Ich glaube, da kommen wir erst ein ganzes Stück später hin. Wie soll ich denn da hochkommen? Das geht nicht. Also nicht zum, zumindest nicht mit diesen Fähigkeiten, die wir momentan haben. Ah, alles klar. Wir müssen das Vieh dann, also... müssen das Vieh irgendwie dort rüber laufen. Ja. Es war ja einfacher als gedacht. Aber wir speichern. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir auch noch nicht hin. Ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt gerade richtig sind, wo wir eigentlich hin sollten. Ich glaube es nämlich irgendwie gerade nicht so richtig. Die sind jetzt blau. Also das liegt aber bestimmt daran, weil die jetzt einfach hier unten sind und weniger Tageslicht haben, weil da verändern sich ja dann auch irgendwelche Viechers mit ihren Möglichkeiten. Nehmen wir mal zum Beispiel diese Anglerfische in der Tiefsee, die ja dann diese lustige Laterne auf dem Kopf entwickelt haben, um einfach andere Tiere anzulocken. Oh, Trick, Trick! Gut gerettet. Und so wird es ja in der Tiefsee halt gemacht. Ich denke mal hier, das könnte hier genauso gut sein. Okay, also da unten der Boden muss auf jeden Fall gut sein, weil sonst wären die Viecher schon tot. Da geht's nicht lang. Da können wir durch. Was ist das? Oh, Eis.
Müssen wir schon im Eis sein? Okay, das ist jetzt ein bisschen doof, dass die Viecher da nicht durchkommen. Aber ich weiß echt nicht, ob wir schon da hier im Eis sein sollten. Weil da hoch kommen wir nicht, da kommen wir auch nicht hin. Gut, alles klar, dann dürfen wir also noch nicht hier sein. Das heißt, wir müssen wieder zurückwandern, weil zurückwandern ist ja total lässig. Und jetzt sind wir die Viecher dort. Ah, Dreck, jetzt ist natürlich das Vieh dort unten auf schon wieder da. Ah, Dreck, oh, Dude. Nein, nein, nein. So, gut. Eislandschaft. Doof. Dann sterben wir halt wieder dort unten. Nein, 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 nein. Oh. Nein, nein. Oh. Gut, dann halt noch ein bisschen locker flockige Erfahrungspunkte. Ah, Dreck! Gut, dann... hüpfen wir einfach mal zurück. Weil bleibt uns ja nichts anderes übrig, dann gehen wir halt den normalen Weg. Es war ein Experiment. Was will man machen? Wissen wir. Da gibt's nichts mehr. Dann kommen wir wieder dort hoch und dort hoch und dort hoch und hoffen, dass wir hier. So, den Weg haben wir geschafft. Das Ding ist tot. Da waren wir ja ein bisschen voreilig. Aber wir haben schon mal ein bisschen die Karte erkundet. Da kommen wir noch nicht hin. Das heißt, wir müssen nämlich erstmal darüber und machen wir erstmal. Das dort, dann würde ich sagen, das ist ja auch noch ein ganz schön großer Abschnitt. Haben wir hier oben noch was? Da oben, können wir da oben schon rein? Ich weiß nicht. Da muss auch das grüne Vieh rüber geschossen werden, irgendwie. Ja. Ja? So, wo sind wir hier? Ah, hier drüben kommen wir also wieder raus. Genau, da kommt wieder dieses komische Spuckevieh, was uns tot machen will. Und da ist es kaputt. Kommen wir jetzt irgendwie dort oben ran? Achso. Das... jetzt haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten da hier. Ganz, ganz andere Möglichkeiten. Da sind wir noch nicht rangekommen, weil uns da noch... oh, wie weit willst du mich dann noch verfolgen? Wir gehen zum Bäumchen, weil uns das so Spaß macht. Speichern! So, jetzt werden wir uns rumteleportieren, wieder mal hierhin, mal dorthin gehen und sämtlichen anderen Quatsch einsammeln. Dann gehen wir mal auf die Karte, gucken, wo wir uns hin teleportieren können. Vor allem, wir haben noch zwei Kartensteine. Was machen wir denn mit den Kartensteinen erstmal? Brauchen wir doch erstmal gar nicht, oder?
Wollen wir nur mal dort hochgehen? Das können wir eigentlich machen. Teleportieren uns dort hoch, holen dort die Erfahrungspunkte und teleportieren uns dann wieder ganz woanders. Okay, das ist doch ein Plan. Oh Mann, Spiegel Online wieder. So. Links, dann rechts rüber und wieder dort hoch. Mal gucken, das werden wir doch irgendwie schaffen. Oh. So. Da rüber. Ah, wupp, 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 wupp. Ich habe keine Ahnung. Kommen wir da schon durch? Ich glaube nicht. Ah, Dreck. Okay, das war jetzt auch nicht so die intelligenteste Lösung von mir, aber probieren wir es halt nochmal. Zack, aber muss ich das aber sicher erstmal muss speichern. So, da drüber, da lang. So, ach, hier oben gab es ja nichts mehr. Das hat man ja schon geholt. Super. So, kurz dorthin. Lebenspunkte holen. Wir verkürzen das auch hier und machen jetzt keine Viecher tot, etc. pp. Oder sonst irgend sowas. Speicherpunkt. Hier wäre es natürlich doof, wenn wir sterben würden. Ja, interessieren, was es da drüben gibt. Aber da werden wir wahrscheinlich auch noch nicht hinkommen, weil wir da irgendwie von oben ran müssen. Yay! Los, das schaffen wir. Tada! Speichern! Und wir haben Erfahrungspunkte geholt, das ist doch wunderbar. So, jetzt können wir uns wieder wegteleportieren. Aber wo teleportieren wir uns hin? Wir müssen dorthin. Da unten kommen wir auch noch nicht ran. Ich würde knallhart sagen, hier unten haben wir auch soweit erstmal alles erledigt. Kommen wir dort schon hin? Ich weiß gar nicht, was da jetzt die Barriere war. Da haben wir auch nichts mehr offen. Der Baum ist fertig. Kam ich schon irgendwie dort ran?
Eine sehr berechtigte Frage. Aber ich würde sagen, wir gehen. Nicht dorthin. Dorthin. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wir machen hier erstmal eine Pause. Kann ich, wie gesagt, erstmal ein Ruhe Frühstück machen. Und ja, dann geht es nach unten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sowohl jetzt gerade im Stream als auch die Leute, die YouTube gucken. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, es hat mir ein bisschen ja, Zeit rumgebracht, am Samstagmorgen darauf, dass ich warten kann, dass ich in die Stadt darf. Kann und mein Paket abholen, weil es gab wieder mal nur einen Zettel. Das war nicht so schön und hier in die, auf die Post in der Stadt zu kommen und dort einen Parkplatz zu finden, das ist natürlich erstmal die größte Katastrophe. Aber wir werden das Kind schon irgendwie schaukeln. Gut, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tülülü, euer Stiefel. Bis dann. Das war es für diese Folge von Ori and the Blind Forest in der Definitive Edition. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abonnement. Wäre cool. Was mir aber am wichtigsten wäre, wäre Kritik. Nicht das Offensichtliche, dass das Mikrofon scheiße ist, sondern lasst mir Kritik da, was ich besser machen kann. In der Gestaltung der Videos zum Beispiel. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Euer Stiefel. Tülülü.